Knapp 20 Jahre ist es her, dass Thomas Zimmer sein Profidebüt beim damaligen Zweitligisten FC Homburg gab. Nach Gastspielen bei 1860 München, Mainz 05 und Hansa Rostock kehrte er 1997 zum 1. FC Nürnberg zurück. Dort hatte er schon in der Jugend gespielt. Heute tritt Zimmer in der Bezirksoberliga beim FC Hersbruck gegen den Ball. Herr Zimmer, wie landet man als früherer Bundesliga-Profi in Hersbruck in der Bezirksoberliga? Ja gut, es hat sich halt so ergeben durch den Sponsor vom 1. FC Hersbruck, durch Herrn Gerd Ruderich von der Firma Geroplast. Ist ein langjähriger Freund von mir. Und ja, der hat mich halt einmal gefragt, was ich nach meiner Karriere vorhabe auch. Und habe gesagt, ja, ich will auf jeden Fall dem Fußball verbunden bleiben, so lange wie es geht. Und ja, und hat sich das so ergeben, dass ich jetzt seit das zweite Jahr jetzt beim FC Hersbruck noch aktiv spiele. Auch in der Bezirksoberliga wird guter Fußball gespielt, sind Anforderungen da. Und ich nehme an, dass die Gegner sich dann auch immer gezielt den Ex-Profi vornehmen. Ja, also die Erfahrung habe ich schon gemacht, seit ich also nicht mehr im Profibereich tätig bin. Und gut, ich war ja noch zwei Jahre in Österreich aktiv. Da hat es auch schon bemerkbar gemacht, dass man halt immer gegen die sogenannten Piefkes aus Deutschland, halt immer, da waren sie immer richtig hart auch gegen mich im Spiel. Und gut, jetzt ist natürlich klar, dass ich viel auf mich da konzentriert und auch die gegnerischen Trainer da sagen, okay, jetzt müsst ihr erst mal ein Zimmer ausschalten. Aber bis jetzt läuft es ganz gut noch und ich werde jetzt dieses Jahr 40 und bin eigentlich noch verletzungsfrei und kann mich da schon noch einigermaßen in Szene setzen und meine Mitspieler auch in Szene setzen. Und solange das noch so ist, werde ich weiter aktiv auch am Ball bleiben. Inwieweit lässt sich im oberen Amateurbereich Erfolg kaufen? Sie haben ja mit Reinhold Daschner auch einen Ex-Profi als Spielertrainer dabei. Es sind andere Spieler, die früher beim Club bei den Amateuren gespielt haben. Martin Triller hat einige Zeit mitgespielt. Ist das möglich? Ja gut, was heißt kaufen? Ich denke mal, dass die Perspektive natürlich auch bei vielen Spielern ist, die es jetzt nicht ganz nach oben geschafft haben, aus dem Jugendbereich, die wo eine gute Ausbildung genossen haben beim Club oder bei die Kräuter im A-Jugendbereich und immer eigentlich den Traum gehabt haben, Profi zu werden und es dann nicht gepackt haben und sich natürlich dort im Berufsleben nicht zu Fuß gefasst haben, weil sie immer wieder das Ziel gehabt haben, okay, dann schaffe ich es das Jahr, nächstes Jahr. Und die Firma Geroplast hat natürlich den großen Vorteil, dass wir auch Lehrstellen halt anbieten im kaufmännischen Bereich und auch in der Montage. Und von daher ist es natürlich für uns, ein bisschen leichter, einen jungen Spieler, einen guten, talentierten Spieler auch nach Hersbruck zu lotsen auch und zu locken, indem er sagt, okay, Junge, du kriegst einen Ausbildungsplatz, hast einen erfahrenen Trainer an der Seite, der selber Bundesligaspieler war, einen erfahrenen Mitspieler, der wo Bundesliga gespielt hat und das Ziel eigentlich heißt beim 1. FC Hersbruck, es geht nach oben, es soll weitergehen und da haben wir uns jetzt auch in der Winterpause, denke ich, ganz gut verstärkt. Auf die Frage nochmal zurückzukommen, ob man es kaufen kann, ich denke, im unteren Bereich kann man Erfolg schon kaufen. Sie sind in der Bezirksoberliga im Moment Erster, 2 Punkte Vorsprung, Ziel kann ja eigentlich nur Landesliga heißen. Ja, ich denke, das ist unser erklärtes Ziel. Also wir sind ja letztes Jahr knapp eigentlich gescheitert, weil wir da in der Endphase einen Einbruch gehabt haben und waren dann natürlich letztes Jahr schon bitter enttäuscht. Aber wir haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir bauen eine neue Truppe auf. Haben wir eigentlich uns da dahingehend Anfang der Saison doch im Kader groß verändert. Haben jetzt in der Winterpause nochmal nachgelegt. Und gut, wir sind Tabellenerster, obwohl wir meines Erachtens eigentlich keine so gute Vorrunde gespielt haben. Könnten allerdings noch schon ein paar Punkte Vorsprung mehr haben, wie gesagt, aber unser Ziel kann nur heißen Landesliga und da werden wir alles dran geben, wobei es wird natürlich kein Selbstläufer.